Ja, schönen guten Morgen, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Die Energiewende ist nicht mehr zu retten. Und was hat die Bundesregierung bisher alles versucht, um diese instabile, unökonomische und ungeeignete Stromerzeugung aus Wind und Sonne zu retten? Verhundertfachung der Netzeingriffe, Abriegelung von Windindustrieanlagen, Stromsperren bei Strommangel, verstärkten Stromimport, Netzausbau, Wasserstoff, Mieterstrom, Bürgerenergie und vieles andere mehr. Und um die Preise dieser Planwirtschaft zu stabilisieren, werden also auch bald, wie zu DDR-Zeiten, nicht nur die Stromkunden zur Kasse gebeten, sondern jetzt auch der Steuerzahler, der dann die Subvention mitbezahlen muss, meine Damen und Herren. Und die Anzeichen, dass es nicht funktionieren kann, finden sich auch in dem Gesetzverfahren selbst. Das Erneuerbare Energiengesetz ist ständig novelliert worden. Der Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes und anderer Gesetze der Koalition ist bereits in erster Lesung im Plenum gewesen und wird jetzt trotzdem mit einem 320-seitigen Änderungsantrag geändert werden. Und das, meine Damen und Herren, ist kein Ausdruck dessen, dass die Opposition hier ihre Gedanken mit einbringen konnte. Nein, das ist Ausdruck dessen, dass die Koalition handwerklich nicht gut arbeitet, dass aus den Ministerien Gesetzesentwürfe kommen, die handwerklich nicht gut gemacht worden sind und die nachgebessert werden müssen. Und das passiert immer häufiger, meine Damen und Herren. Aber das ist eben auch kein Wunder bei dieser Komplexität dieser Planwirtschaft. Da muss man eben ständig nachbessern. Und ich denke, wir werden also kurz- und mittelfristig wieder weitere Änderungen hier erleben. Und der Änderungsantrag zum Änderungsantrag, 320 Seiten, der ist uns 70 Minuten vor der eigentlichen Ausschusssitzung, als dieser Änderungsantrag behandelt werden sollte, zugegangen. 70 Minuten. Und zu allem Überfluss kamen dann noch zwei mündliche Änderungsanträge hinzu, die wir natürlich auch nicht berücksichtigen konnten, nicht vorbereiten konnten. Und das ist keine Sternstunde der Demokratie, meine Damen und Herren. Die Stromerzeugung hat früher der Markt geregelt. Die Unternehmen hatten verlässliche Rahmenbedingungen. Es hat funktioniert. Geringe Strompreise, hohe Stromversorgung, umweltschonende Energieversorgung. Aber diese Marktwirtschaft haben wir jetzt nicht mehr. Und ich kann Ihnen mal gerne den Wust der Gesetze und Verordnungen vorlesen, die jetzt notwendig sind, um diese Planwirtschaft zu regeln. Also, wir haben da Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung, Erneuerbare Energien-Ausführungsverordnung, besondere Ausgleichsregelungsgebührenverordnung, Ausschreibungsgebührenverordnung, EEG-Ausschreibungsgebührenverordnung, Erneuerbare Energienverordnung, besondere Ausgleichsregelung, Durchschnittsstrompreisverordnung, grenzüberschreitende Energie, Erneuerbare Energienverordnung, Herkunfts- und Regionalnachweisdurchführungsverordnung, Herkunfts- und Regionalnachweisgebührenverordnung, Innovationsausschreibungsverordnung, Kraftwärmekopplungsgebührenverordnung, Kraftwärmekopplungsgesetz, Kraftwärmekopplungsausschreibungsverordnung, Windenergieaufseengesetz, Verordnung zur Anrechnung von strombasierten Kraftstoffen und mitverarbeitenden biogenen Ölen auf die Treibhausgasquote, Gesetz zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus, Kohleverstromungsbeendigungsgesetz und. Damit haben wir ganz klar auf dem Tisch, wir haben es hier mit Planwirtschaft zu tun, wir haben es hier mit Bürokratieaufbau zu tun, die wir alles nicht hätten. Damit haben wir hier ein komplexes System, was so bald nicht mehr funktioniert. Und deswegen sagen wir, weg mit dem EEG und Begleitgesetze. Das ist die einfache Richtung und das ist Marktwirtschaft, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Jetzt erteilt es.